Vor genau einer Woche lautete der Titel meines Videoausblicks: Die Fed blufft Rallye kommt. Und wir sehen jetzt genau diese Rallye, die davon ausgeht, naja, die Fed ist doch ein zahnloser Tiger, die Fed blufft, die Fed ist praktisch, naja, eine Getriebene der Märkte, sie kann sich kaum mehr bewegen, sie beginnt schon zu quietschen, denn was passiert, wenn die heutigen Inflationsdaten niedriger ausfallen und dann diesen Trend zu einer niedrigeren Inflation praktisch deutlich belegen? Was kann die Fed eigentlich dann noch ins Feld führen, um zu belegen, dass sie wirklich die Zinsen auf 5% oder mehr anhebt und sie das ganze Jahr dann wirklich auf diesem Niveau belässt, wenn doch die Inflation immer weiter runterkommt? Und das riechen die Märkte. Die Märkte erkennen bei der Fed eine gewisse Schwäche der Argumentation, und das ist wie bei Kindern an der Supermarktkasse, die quengeln so lange, bis du irgendwie reagierst. Aber die Fed hat zwei Möglichkeiten zu reagieren, nämlich den Kindern an der Supermarktkasse dann wirklich die Süßigkeit zu kaufen. Das wäre Möglichkeit 1. Oder Möglichkeit 2, auf Deutsch gesagt, brachial die Kinder zu ohrfeigen, wenn man nach alter Methodik vorgehen würde, ist ja heute nicht mehr wirklich akkurat. Aber jedenfalls sehen wir, dass die Fed jetzt natürlich in einer sehr, sehr unguten Situation ist. Sie muss verhindern, sie will verhindern, dass die Märkte zu stark steigen. Rohstoffe steigen, Dollar schwächer wird, Aktien steigen, Nachfrage wieder anzieht, damit die Inflation dauerhafter wird. Und also muss sie sich etwas einfallen lassen. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Ich denke, dass diese Fed blufft Rallye vielleicht noch ein bisschen Luft hat, aber nicht viel. Sollten die heutigen Daten zur Inflation nochmal eine Rallye bringen, dann würde ich persönlich diese Rallye verkaufen und auf die Short-Seite gehen. Wenn ich jetzt noch nicht drin bin, würde ich nicht nochmal reingehen. Auf der anderen Seite haben wir durchaus noch ein bisschen Luft, wahrscheinlich, was die Charts und die Indikatoren hier ergeben, aber nicht so wahnsinnig viel. Die größere Bewegung, die jetzt dann kommen wird, ist wieder die nach unten. Und jetzt sind alle optimistisch. Jetzt sagen alle, siehst du, jetzt ist doch das Schlimmste vorbei. Ich merke das in den Kommentaren, auf YouTube, auf Finanzmarktwelt, wo auch immer. Schauen wir uns mal die Lage aktuell an. Die Most Shorted Stocks, 12% gestiegen in 4 Tagen. Wir haben also einen veritablen Short Squeeze schon hinter uns. To the Moon. Wir sehen, dass Schrottaktien wie Bed Bath & Beyond wieder abheben. Also der ganze Dreck wird wieder nach oben gespült. Das ist ein Zeichen, dass es langsam gefährlich wird. Wir sehen, dass der Dow 0,8% gestiegen ist. Vor allem der Nasdaq, von dem ich damals schon sagte, der dürfte übermäßig von dieser Fed-Bluff-Rallye profitieren, wieder mit einem Anstieg von 1,76%. Interessanterweise auch der VIX 2,5% gestern im Plus, aber wir haben auch Bitcoin im Plus, die ganzen Kryptos im Plus, Kupfer, Öl, alles im Plus, sagte David Rosenberg. Vielleicht muss die Fed dann doch 50 Basispunkte anheben bei ihrer Sitzung am 1. Februar. Und ja, die Märkte glauben es schlichtweg nicht. Alle Märkte, Swaps, wie auch immer sie alle heißen mögen, preisen Zinssenkungen ein, und die Fed will uns versichern, nein, nein, das wird auf keinen Fall passieren im Jahr 2023. Warum? Weil man fürchtet, dass die Inflation wiederkommt, dieses Muster aus den 70er Jahren. Und hier sehen wir Neil Kashkari, der ja vorgestern in einem Interview mit der New York Times gesagt hat, naja, die Wall Street ist halt grundsätzlich institutionell optimistisch und meint, dass wir die Zinsen 2023 senken werden. Aber die Wall Street wird dieses Game of Chicken verlieren. Sie wird gegen die Fed verlieren. Das zeigt schon, dass man sich hier durchaus als Gegenspieler der Märkte versteht, als notwendiges Korrektiv der Euphorie an den Märkten. Jedenfalls ist Kashkari schon ein bisschen schlecht gelaunt, muss man sagen. Und gucken wir uns jetzt mal die Erwartungen an für heute. Median, also praktisch dies, was nicht der Durchschnitt ist, sondern Median, ich denke, Sie kennen den Unterschied, liegen wir bei 6,5%, aber es gibt keine einzige dieser Einschätzungen, die über 6,5% liegt. Dennoch gibt es aber einige, die bei 6,4 oder sogar 6,3 liegen, also über 6,5 denkt keiner, unter 6,5 halten einige
wirklich für realistisch. Und hier sehen wir mal eine Headline von CNBC. Inflation is expected to have declined in December, but it may not be enough to stop the Fed. And that's exactly the point. Meine Damen und Herren, die Fed wird, selbst wenn die Daten heute niedriger ausfallen, oder gerade wenn die Daten heute niedriger ausfallen und die Märkte eine Rallye zaubern, wird die Fed sich hinstellen und sagen, interessiert uns nicht, wir brauchen noch mehr Belege, wir brauchen noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir werden weiter die Zinsen anheben und man versucht also die Märkte damit runterzudrücken. Das wird passieren. Schauen wir uns zunächst mal das, was JP Morgan hier erwartet an Kursreaktionen an. Hier sagt man unter 6,4% eine Rallye von 3 bis 3,5%. Zwischen 6,4 und 6,6%, 1,2 bis 2% Anstieg. Das glaube ich persönlich nicht mehr. Ich glaube, dass wir eher abverkaufen, wenn wir jetzt die 6,5% sehen, die erwartet ist. Warum? Weil die Rallye vorher schon im Prinzip gelaufen ist. Man hat das im Grunde schon vorweggenommen. Es müsste also deutlich niedriger sein, damit hier wirklich diese Rallye nochmal passiert. Und wenn wir über 6,6 sind, dann dürfte es schwierig werden. Goldman Sachs sagt auch, it will take a headline CPI print around 6% or lower to keep this rally going at current pace. Also praktisch, dass die Rallye so weitergehen kann mit dieser Schrittfrequenz wie zuvor. Wir sehen hier, most shorted stocks sind vor allem gestiegen. Dazu hatte ich vorhin schon etwas gesagt. Hier sehen wir nochmal den Trend bei der Inflation. 9,1, 8,5, 8,3, 8,2, 7, 7, 7, 1. Heute soll 6,5 kommen. Also ein deutlicher Trend nach unten. Wichtig auch, die Kernrate, was da erwartet wird, da habe ich jetzt leider die falsche Geschichte hingepackt, da wollte ich eigentlich die Kernrate hinmachen, sei es drum, die ist ein bisschen niedriger erwartet, aber auch darauf wird man achten. Das könnte dann ein Argument für die Fed sein, zu sagen, naja, die Kernrate ist ja nicht gefallen, wa? Können wir leider nichts machen, müssen wir die Zinsen weiter annehmen, ja? Wie auch immer, jedenfalls ist es so, dass jetzt hier wie zum Beispiel JP Morgan Indikatoren ins Feld führte, die darauf hindeuten sollen, dass wir eine niedrigere Inflation sehen. Hier sehen wir nochmal die Marktreaktionen der letzten CPI-Veröffentlichungen. Letztes Mal 0,73%. Aber vier der letzten fünf waren positiv. Also man ist zuletzt so ein bisschen dran gewöhnt seitens der Märkte, dass die Geschichte super läuft. Aber gucken wir uns mal die letzte Veröffentlichung an. Da waren wir zwar auch positiv, wenn wir das hier sehen, nämlich 0,73%, aber da waren wir zwischendurch schon deutlich, deutlich höher geworden. CPI war geringer, also die Inflation war geringer. Märkte nach oben geschossen massiv, aber dann war Schicht im Schacht. Märkte wieder runter, ein bisschen ausschnaufen und dann haben wir tiefere Kurse gesehen. Das könnte heute auch passieren, selbst wenn die Inflationsdaten wieder ein bisschen niedriger reinkommen als erwartet. Warum? Weil dann die Fed wahrscheinlich sich äußern wird und wir haben heute schon einen auf dem Terminzettel, nämlich unser guter alter James Bullard, der bekannt ist dafür, dass er jetzt nicht das doofeste Fed-Mitglied ist auf dieser Welt, sondern eher am hawkischen Ende. Und das, was James Bullard sagt, hat aber in der Vergangenheit meist oder ist in der Vergangenheit meist eingetroffen. Das heißt, er hat im Grunde am besten antizipiert, was die Fed dann wirklich gemacht hat. Also achten Sie auf den Fed-Speak, der nach den Zahlen kommen wird. Hier sagte JP Morgan nochmal, oder wer ist es, oder ist es Morgan Stanley? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer es ist. Morgan Stanley ist es. Die sagen auch, ja, okay, die Inflation, die wird hier deutlich runtergehen. Und wenn wir uns das mal anschauen, meine Damen und Herren, dann finde ich das sehr sprechend. Nehmen wir an, wir würden jetzt bis Mai konstant jeden Monat 0,1%, minus 0,1% Inflationsdaten haben, also dass die Inflation zum Vormonat um minus 0,1% fällt. Dann wären wir im Mai schon bei 1,2% zum Vorjahresmonat, also unter dem Ziel eigentlich der Fed. Selbst wenn jetzt die Inflationsdaten Monat für Monat plus 0,1% steigen, also leicht steigen, wären wir im Mai bei 2,5%, also nicht viel über dem Inflationsziel der Fed. Also wir sehen schon allein die Basiswerte sorgen dafür, dass eben die Zahl hier latent runtergehen wird. Haben wir irgendwelche Indikationen für das, was heute zu erwarten ist? Wir bekommen ja heute die Daten aus dem Dezember. Ich hatte schon einige Sachen gezeigt, wie Gebrauchtwagenpreise,
Und anderes, Energie zum Beispiel, wir haben latent einen etwas niedrigeren Benzinpreis jetzt in den USA als noch im Vormonat. Also Energie dürfte jetzt nicht gerade ein Treiber der Preise sein, aber auch nicht so wahnsinnig viel wegnehmen von dieser Inflation. Es gibt die sogenannten Adobe Digital Price Index. Also der bemisst zum Beispiel das, was online angeboten ist. Da waren wir im letzten Monat bei minus 1,6%. Allerdings war die Erwartung, dass die Daten noch niedriger ausfallen, also die Inflation doch noch weiter rückläufiger war als etwa im November. Also das war eine leichte Überraschung nach oben. Wenn wir uns mal anschauen, was da bei diesen Adobe-Zahlen über die Online-Sätze zum Vormonat besonders gesunken oder gestiegen ist, dann sehen wir Blumen and Related Gifts minus 8% zum Vormonat. Wir sehen auf der anderen Seite Furniture plus 2,3, also Möbel und den ganzen Schnippschnapp Electronics wieder angestiegen. Personal Care Products wieder angestiegen. Wir sehen also, es ist ein bisschen gemixt. Apparel, also Kleidung, wenn man so will, minus 1,67%. Gemischte Geschichten, aber latent mehr Pluszeichen als Minuszeichen hier vor dem Komma. Und eine interessante Analyse jetzt auch seitens der Fed über die Bedeutung des Immobilienmarkts für die Inflation in den USA, die jetzt rausgekommen ist. Und man sagt hier seitens dieser Fed-Untersuchung, dass etwa ein Drittel der CPI, also der Inflationsdaten, durch all das kommt, was in etwa mit Miete, Owners Equivalent Rent zusammenhängt und. Und ich hatte diese Grafiken schon mal gezeigt. Die Apartment Demand, also praktisch Apartment Leasing, ist rückläufig oder ist zumindest auf jeden Fall nicht mehr mit der Dynamik. Wir sehen praktisch, dass diese Mietkomponente, die Immobilienkomponente, nicht mehr wirklich der große Treiber jetzt ist, nachdem die Daten ja teilweise verzögert hereinkommen. Wir sehen dann auf der anderen Seite unten etwa mal den ISM bezahlte Preise und die Inflation in den USA drüber gelegt. Da sehen wir, die bezahlten Preise gehen weiter zurück. Auch das dürfte letztendlich dazu führen, dass die Inflation zurückgeht. Oben haben wir zum Beispiel den Frachtindex China nach USA. Hier sehen wir, dass das auch darauf hindeutet, dass die Preise weiter rückläufig sind. Die Preise in China selber, die wir heute Nacht bekommen haben, da sehen wir die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat 1,8%, wie erwartet, aber die Produzentenpreise minus 0,7% statt minus 0,1%. Also da kommt nicht gerade Inflationsdruck aus China, wo die Wirtschaft im vierten Quartal wahrscheinlich geschrumpft ist. Das ist allerdings in den offiziellen Zahlen nicht sichtbar. Die Chinesen würfeln ja ihre offiziellen BIP-Zahlen, so wie es gerade passt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit den Arbeitsmarktdaten in den USA. Beides nicht sehr zuverlässig. Zuverlässig ist aber als Indikator der Dollarindex, meine Damen und Herren. Wir sehen, der läuft jetzt seit einigen Tagen seitwärts nach dem Fall der letzten Wochen. Wir hatten ja diese massive Dollar-Rally zuvor in weite Teile 22. Seit Herbst geht es nach unten für den Dollar. Jetzt sehen wir, dass wir allerdings hier eine positive Divergenz ausbilden. Also viel Luft kurzfristig nach unten sehe ich da nicht mehr. Bei Gold sehe ich nicht mehr viel Luft nach oben mit dieser Rising Wedge, die wir sehen. RSI schon sehr stark überkauft. Beim Dollar ist der RSI bereits überverkauft. Wir haben, wenn wir uns mal die Indexseite anschauen, den Nasdaq Record High Percentage Index. Das geht nach oben, eigentlich ein gesundes Zeichen. Also es gibt immer mehr Aktien, die jetzt ihr Rekordhoch erreichen. Die Breite des Marktes, der Breadth, scheint sich zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir den McLaren Summation Index, auch ein guter Indikator, der jetzt auch schon auf ziemlichen Extrembereichen hantiert. Aber vor allem schauen wir uns mal den Nasdaq hier anhand des Triple Q im 15-Minuten-Chart an. Sehen wir einen RSI, der sehr, sehr weit oben ist mit einer negativen Divergenz. Das gleiche gilt auch für die Stochastik. Wir sehen, dass wir durchaus vielleicht nochmal einen Schnaps nach oben machen können. Beim S&P würde das bedeuten 3.995, so die 4.000er Zone oder sogar einen Schnaps drüber, 78,6er Retracement bei 4.029 Punkten. Hier sehen wir mal die Junk Bonds.
bilden jetzt eine negative Divergenz aus und könnten damit signalisieren, dass diese Party bald vorbei ist. Der S&P 500 schwächer als die Junk Bonds. Und es gibt einen Contrarian Trader, nämlich David Hunter, der sagt, wir werden in der ersten Hälfte des Jahres 2023 Allzeithoch sehen. Das ist eine interessante These. Und dann in der zweiten Hälfte 80% verlieren. Das ist wirklich eine interessante These, aber vielleicht ernst zu nehmen, das, was Sven Henrik hier zeigt, der Value Line Geometric Index, das ist also praktisch der S&P 500 mit allen Aktien gleichgewichtet, das ist ja normal nicht der Fall, eine Apple ist am stärksten gewichtet, dann kommt Microsoft, dann kommen diese Amazons, Microsoft, Googles, wie auch immer, halt die Schwergewichte. Hier sind alle Aktien gleichgewichtet und hier sieht man, dass man über diesen Abwärtstrendkanal ausbrechen möchte. Es waren also vor allem die großen Tech-Aktien, die schwergewichtigen, die bisher verhindert haben, dass die Gesamtmärkte besser laufen. Hier schauen wir uns jetzt nochmal den S&P 500 auf Stundenbasis an. Da sehen wir RSI auch sehr, sehr weit oben und wahrscheinlich mit jetzt der Vollendung der rechten Schulter. Also ich persönlich, wie gesagt, würde, wenn jetzt nochmal was nach oben kommt, diese Gewinne mitnehmen und vielleicht sogar auf die Shortseite gehen. Aber Sie wissen, Sie sind dann erfolgreich, wenn Sie das Gegenteil tun von dem, was ich sage, meine Damen und Herren, vielleicht noch übergeordnet in einer Woche kommt die Schuldengrenze für die USA wieder aufs Tapet. Das dürfte dann wieder richtig lustig werden. Also nächste Woche ist Nervosität zu erwarten wegen diesem ganzen Debt Ceiling Schmarrn, der sich ja auch immer wiederholt. Jetzt noch zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den Tag entlasse und Sie Ihnen inständig nahelege, 14:30 bei Finanzmarktwelt reinzuschauen, wie die Inflationsdaten ausfallen. Und die Reaktion der Märkte auf dieselben. Hier zwei Empfehlungen. Euro-Dollar starke Basis für den nächsten Rallye-Schub ist gelegt. Wie weit kann es da noch nach oben gehen, nachdem der Euro so hoch handelt zum Dollar wie seit 7 Monaten? Nicht mehr, weil auch die Wall Street fest überzeugt ist. Ja, Europa, dem geht es ja viel besser als erwartet. Wir gehen mal Euro-Long. Und das, was der Bondkönig Gundlach sagt, hört auf die Märkte, nicht auf die Fed. Okay, das ist erstmal eine Artikelempfehlung, aber Bisher hat die Fed dann doch gemacht, was sie gesagt hat. Also es ist nicht so, dass die Fed etwas sagt und es passiert nicht, sondern die Fed war hawkisch und hat dann auch Taten folgen lassen mit Zinsanhebungen. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Zwei Empfehlungen, 14:30 reinschauen und hey, da oben's, das Markelflüster, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich einmal Servus und Ciao.